Oh, moin, ich bin Tobias, 19 Jahre alt und gerade Student. Diese Erkrankung ist mir halt schon sehr, sehr früh aufgefallen. Es war eine Geburtssache und schon ab der Geburt hatte ich ein verschlechtertes Sehvermögen. Und durch diesen Gendefekt verschlechtert sich halt mein Sehvermögen von Jahr zu Jahr. Ja, mein Name ist Steffen Koch. Ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne in Dortmund. Als Kleinkind haben meine Eltern festgestellt, irgendwann, dass ich im Dunkeln irgendwann aufgehört habe zu spielen. Und ja, danach sind wir zu einigen Ärzten gefahren und dort wurde dann halt untersucht, warum hört der kleine Junge auf, mit dem Ball zu spielen im Dunkeln. Hier an der Universitätsaugenklinik in Bonn weiß man genau, was Tobias und Steffen fehlt. Beide leiden an einem Gendefekt im RPE65-Gen, einer von 300 bekannten Genen, die zu einer Netzhauterkrankung führen können. Das kann bestimmte Formen der Retinitis pigmentosa auslösen oder die sogenannte Lebersche kongenitale Amaurose, kurz LCA. Beide Erkrankungen sind erblich bedingt und führen zu starken und fortschreitenden Seheinschränkungen. Meist erblinden die Patienten nach 20 bis 30 Jahren komplett. Der Direktor der Klinik, Professor Holz, und seine Kollegin Professor Lorenz sind die Experten in Deutschland, wenn es um Netzhauterkrankungen geht. Mit einer neuen Gentherapie, speziell für das RPE65-Gen, können sie Patienten wie Steffen oder Tobias wieder Hoffnung machen. Ja, bei den beiden Patienten wurde eine sogenannte Gentherapie durchgeführt. Es ist eine operativ durchzuführende Therapie, das heißt, bei den Patienten wird unter sterilen Bedingungen im Operationssaal zunächst der sogenannte Glaskörper entfernt und nach Entfernung des Glaskörpers wird das Präparat unter die Netzhaut injiziert. Es ist eine Erkrankung, die durch eine Mutation in einem Gen verursacht ist, das mit der Zeit zu einer progredienten Netzhautdegeneration führt, und hier ist mit dem Durchbruch der Gentherapie ist erstmals möglich, einmal sogar eine Verbesserung herbeizuführen, aber es zielt auch vor allem ab, zu verhindern, dass die Sehfunktion mit der Zeit immer schlechter wird. Bei vielen erblichen Netzhautdegenerationen ist Zeit ein entscheidender Faktor. Doch oftmals dauert es sehr lange, bis überhaupt die richtige Diagnose gestellt wird. Wir haben halt verschiedenste Ärzte ausprobiert, um halt herauszufinden, was jetzt genau dieser Gendefekt ist. Am Ende sind wir dann auf Professor Dr. Lorenz gestoßen und sie hat halt sofort die Symptome erkennen können und sagen können so, ja, ich bin ein Fall von RPE65. Also wichtig ist, dass man überhaupt erstmal oder dass ein Arzt die Idee hat, dass es sich um so eine erbliche Netzhauterkrankung handeln kann. Gerade in Frühstadien kann es sein, dass die Netzhaut, wenn man ganz klassisch mit dem Augenspiegel untersucht, relativ unauffällig aussieht. Es gibt aber charakteristische Symptome, die einen auf den richtigen Weg bringen können, so zum Beispiel die Nachtblindheit. Das ist ein ganz charakteristisches Symptom, und wenn jemand eine Nachtblindheit angibt, dann sollte man auf jeden Fall eine Augenuntersuchung in die Wege leiten, und dann heute sehr schnell der nächste Schritt ist eine genetische Untersuchung. Franz Badura ist Vorstandsmitglied der Patientenorganisation ProRetina, die sich um die Belange von Menschen mit Netzhauterkrankungen kümmert. Er selbst ist von einer Zapfenstäbchendystrophie betroffen. Ebenfalls eine erblich bedingte Netzhauterkrankung, für die es allerdings noch keine Therapie gibt. Als Betroffener kann er anderen Betroffenen gezielt helfen. Zusammen mit der ProRetina leistet Franz Badura wichtige Aufklärungsarbeit und will so dazu beitragen, dass Patienten möglichst schnell die richtige Diagnose bekommen und ihnen sein persönliches Schicksal erspart bleibt. Das war Anfang der 80er Jahre und ich meine, zu der Zeit, man kannte die Erkrankung als solche, aber es war kein Gen bekannt, gar nichts, sondern die Diagnose, die gestellt wurde, war brutal und es hieß dann, sie werden blind. Punkt. Das war bei mir dann nach einer dreijährigen Odyssee der Fall. Also das ist leider
Etwas, was zu dieser Zeit sehr, sehr häufig war, weil man die Erkrankung noch nicht kannte, haben viele Patientinnen und Patienten auch, leider gibt es vereinzelte Fälle noch in dieser Zeit, was eigentlich untragbar ist, aber es gibt es immer noch, dass wir solche Geschichten hören in der Patientenorganisation, dass hier eine regelrechte Odyssee stattfindet von Arzt zu Arzt. Für Franz Badura kommt jede Hilfe zu spät. Seine Krankheit ist so weit fortgeschritten, dass ihm auch eine Gentherapie nicht mehr helfen könnte. Deshalb setzt er sich mit der ProRetina dafür ein, dass betroffene Patienten eine molekulargenetische Diagnose durchführen lassen, um ihr defektes Gen frühzeitig zu identifizieren. Die genetische Diagnostik ist etwas, wozu wir mittlerweile nahezu alle Patientinnen und Patienten wirklich ermutigen. Angesichts der Tatsache, dass es eben diese erste zugelassene Gentherapie gibt und weitere kommen werden, ist es von wirklich essentieller Wichtigkeit, dass ein Patient, wenn möglich, seinen genetischen Hintergrund kennt. Steffen Koch hatte Glück. Dank einer molekulargenetischen Diagnose wusste er genau, was ihm fehlt. Und etwas später wurde eine entsprechende Gentherapie zugelassen, die ihm helfen konnte. Die Feststellung ist ja beim Humangenetiker passiert. Der hat ja gesagt, Steffen, du hast diese Erkrankung, im Moment gibt es keine Therapie. So. Und ein Jahr später fing das dann an, dass ein Augenarzt gesagt hat, jo, es gibt jetzt eine Therapie und es gibt 4 Klinikzentren in Deutschland, die genau diese Erkrankung behandeln. So, unter anderem hier in Bonn. Danach sind wir dann halt in die Gespräche gekommen, haben gewisse Voruntersuchungen gemacht, ob dieses Medikament bei mir überhaupt angewendet werden kann. Aber natürlich macht es keinen Sinn, diese Therapie durchzuführen, wenn sozusagen keine Zellfabriken mehr vorhanden sind. Das ist das Prinzip der Gentherapie, die dann das richtige neue funktionale Protein bilden können oder auch keine lichtempfindlichen Zellen mehr, die davon profitieren könnten. Deswegen werden ganz späte Stadien nicht mehr behandeln, aber es ist schon sinnvoll, möglichst früh tätig zu werden, wenn eben noch Sehschärfe so vorhanden ist, dass sie nutzvoll ist für die betroffenen Patienten im Alltag, und deswegen werden auch mittlerweile Kinder unter 10 Jahren bereits behandelt. Eine Behandlung, die auch der 19-jährige Tobias hinter sich hat. Seine Krankheit war bereits schon in jungen Jahren sehr weit fortgeschritten. Die Zeit drängte. Ja, also die Therapieentscheidung, boah, das war ein langjähriger Prozess auch, weil es vor allem auch noch in dieser Experimentierphase war und du wusstest halt, die Uhr tickt in die eine Richtung, also du wirst immer weniger sehen können, und in der anderen Seite, die Therapie wird immer sicherer, desto länger du wartest. Und deshalb war, wie gesagt, meine Herangehensweise an die Therapie auch sehr, ich nenne es mal, erwartungslos, weil ich halt wusste, es kann alles Mögliche passieren. Und als dann diese Erwartungslosigkeit bei weitermaßen übertroffen wurde, als ich dann aufgewacht bin und halt gemerkt habe, wie es täglich besser und besser und besser wurde, ich war glücklich. Es war echt, das war so toll. Das war einfach jeden Morgen aufwachen, jeden Morgen eine Verbesserung auf dem rechten Auge, das mitzuerleben, womit man jetzt nicht wirklich gerechnet hat. Es war echt geil. Ich bin jeden Morgen gern aufgewacht und habe mich darüber gefreut, wie sich das weiter verbessert hat, weil es ist einfach nicht vorstellbar. Also du guckst jeden Tag durch die Gegend so, du weißt, wie alles für dich aussieht, und dann, bumm, es wird besser. Du siehst auf einmal ganz anders. Trotz der erfolgreichen Gentherapie werden Tobias und Steffen nie so gut sehen können wie Normalsehende. Doch die fortschreitende Erblindung ist erstmal aufgehalten und die Verbesserungen beim Sehen ermöglichen beiden ein selbstständiges Leben. Ich habe im Dunkeln halt immer schon Schwierigkeiten gehabt zu sehen. Und mein Vater kam irgendwann auf mich zu und sagte, du bewegst dich im dunklen Raum ganz anders als vorher, vor der OP. Und das war so der erste Moment, wo man wirklich gesagt hat, wo auch Freunde dann irgendwann gesagt haben, du brauchst im Dunkeln keine Hilfe mehr. Das war ungefähr ein halbes Jahr nach der OP. Für mich ist die Therapie auf jeden Fall weiterempfehlungswert. Einfach aus dem Grunde, weil wenn man sich mit dieser Krankheit beschäftigt, weiß man, es gibt eigentlich nur einen Weg, und der führt irgendwann zur Erblindung. Punkt. Und diese Therapie ist einfach die Möglichkeit,
zumindest diesen Prozess zu stoppen, dass man weiterarbeiten kann, das gibt ja einem Sicherheit. Und das war der Grund, warum ich das für mich gemacht habe und auch beide Augen inzwischen damit operieren lassen habe. Damit eine Erblindung anderen erspart bleibt, wirbt die Patientenorganisation ProRetina nicht nur dafür, das eigene Gen durch eine molekulargenetische Diagnose zu identifizieren, sondern hat mit dem sogenannten Patientenregister ein starkes Tool entwickelt, um Betroffenen möglichst schnell und effektiv zu helfen. ProRetina hat aufgrund der jahrzehntelangen Arbeit vor einigen Jahren auch begonnen, ein sogenanntes Patientenregister zu erstellen. In dem Patientenregister kann der Patient selbst seine Daten auch eintragen. Die Befunde können aber letztendlich natürlich auch mit den Arztbefunden abgeglichen werden. Der Patient hat aber den Vorteil, zum einen in dem Register werden dann die Diagnosen geführt und wenn neue Methoden bekannt werden oder auch neue Gene aufgedeckt werden, dann besteht die Möglichkeit, dass ProRetina in diesem Register nach bestimmten Diagnosen oder nach bestimmten Genen auch suchen kann und dann die Patienten kontaktieren kann. Für Tobias und Steffen sind dank der erfolgreichen Gentherapie die Zukunftsaussichten im wahrsten Sinne des Wortes besser geworden. Der medizinische Fortschritt und ein starker Partner wie die Patientenorganisation ProRetina machen vielen Menschen mit erblich bedingten Netzhauterkrankungen wieder berechtigte Hoffnungen.